Umgang mit Kummer anderer. Wenn du einen Menschen siehst, der unter Kummer leidet, was kannst du da tun? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, gib dem anderen Menschen Zeit. Vielleicht will er allein gelassen werden. Gib ihm einfach Zeit. Zweite Möglichkeit, höre dem Menschen zu. Zuhören ist manchmal eine große Hilfe. Menschen müssen manchmal ihre Gefühle ausdrücken, über ihre Gedanken sprechen. Manchmal ist ein großer Trost, wenn man jemanden findet, der in dem Kummer einem zuhört. Daher schaue, ob du dem Menschen vielleicht zuhören kannst. Dritte Möglichkeit, vielleicht braucht der Mensch tatsächlich Hilfe. Dann höre zuerst mal zu, finde heraus, was der Grund des Kummers ist, und dann schau, wie du helfen kannst. Vielleicht mit einem Ratschlag, vielleicht auch mit praktischer Hilfe. Manchmal wollen Menschen, dass du tatsächlich etwas tust. Nicht nur einfach zuhörst, nicht nur einfach Tipps gibst, nicht nur den Menschen einfach lässt. Manche Menschen brauchen auch praktische Hilfe. Woher weißt du, was jetzt die richtige Vorgehensweise ist? So genau weißt du es vielleicht nicht. Eventuell musst du nachhaken und eventuell kannst du fragen. Und eventuell kannst du am nächsten Tag nochmal neu fragen. Denn was für den Menschen heute gut war, vielleicht allein gelassen werden, ist vielleicht morgen nicht mehr so. Vielleicht braucht er einen Gesprächspartner. Oder vielleicht braucht er zuerst direkt Hilfe und am nächsten Tag will er etwas allein gelassen werden und in einer Woche braucht er jemanden zum Sprechen. Versuche mit Einfühlungsvermögen zu agieren und frage den Menschen ruhig öfters mal und hilf ihm so, über seinen Kummer hinauszuwachsen.